Hallo und recht herzlich willkommen zurück zum nächsten Part Fallout 4. Ja, im letzten Part haben wir hier das Schiff uns angeguckt. Wir sind nämlich gerade auf der Suche nach einem entlaufenen Sünd, und zwar Libertalia. Ich hoffe, man spricht so aus. Und da oben wartet der Sünd auf uns. Wir haben einen Rücksetzcode bekommen und einen Abschaltcode, oder womit wir halt ihn auf Werkseinstellungen zurücksetzen können. Weil wir wollen natürlich wenig Blutvergießen. Auch im letzten Part haben wir mit Cotsworth seine höchste Vertrauensstufe erhalten, also oder bekommen. Was mich sehr freut, weil Cotsworth ist ein super Begleiter. Immer noch wohl wahrscheinlich die menschlichen besser sind, wenn man sie mit eigenen Waffen ausrüstet, aber Cotsworth braucht das nicht. Das ist Beute von ehrlichen, hart arbeitenden Commonwealth-Banden stiehlt. Natürlich, B592, zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Autorisierung Gamma 71 Epsilon. Alles okay? Gabriel, kannst du mich hören? Scheiße, wir haben was mit ihm gemacht. Schaltet sie aus! Ach, das wäre doch dämlich. Oh Gott. Mann, warum müssen die denn auch unbedingt? Oh, ich wollte gar nicht mit Sprut. Das frage ich mich auch gerade. Ich weiß jetzt nicht, ob wir es wirklich geschafft haben, mit weniger Blut vergießen. Moment. Mission mit zurückgeholtem Synth B592. Na gut. Da ist der weg. Ich denke, wir dürfen gleich wieder ins Institut reisen. Gucken wir uns hier nochmal um. Was gibt's denn hier? Wir müssen das mit dem Terminal machen. Okay. Dann. Nein. Ich gehe es einfach der Reihe nach durch. Nö. Irgendwann wird schon eins von den oberen sein. Aber das kann natürlich immer dauern. Zum Glück dauert es nicht so. Also bis jetzt hatten wir, glaube ich, das längste irgendwann am Anfang vom Spiel. Aber das kann jetzt irgendwie trotzdem länger dauern, als ich möchte. Cool. So, endlich. Safe-Steuerung. Ist aber auch Meister daher. Das ist okay. So, jetzt nehmen wir alles mit, bitte sagt. Oh, danke, ich bin nicht überladen. Das hätte noch gefehlt. Wofür die Aufhängung hier? Cool, da kommt man runter, oder? Naja. Wir kamen hier raus. Hier oben noch was. Okay, hier werden Piratenspiele gespielt. So, oder sowas in der Art. Okay, dann gehen wir aber mal ins Institut. Wo ist denn jetzt das Institut? Hier ist das Institut. Schauen wir mal, was Vater dazu sagt, dass wir das so erfolgreich geschafft haben. Ob wir einen neuen Auftrag kriegen oder wie das jetzt aussieht. Wir wissen ja generell nicht, wie unsere Hauptstory gerade weitergeht. Wir sind im Institut. Das wollten wir die ganze Zeit, aber jetzt. Hier landet man. Warum nicht oben? Hier müssen wir rein. In das blaue Ding. Hallo. Hallöchen. Mal gucken, wo ist er denn? Was macht er denn? Es gab wieder ein Problem. Ein Code Rot. Was? Zum dritten Mal in zwei Wochen? Ist das hier überhaupt richtig? Es gab einen Systemfehler. Ich glaube auch, es gab einen Systemfehler. Ne, da müssen wir rein. Ja? Oh, das war. Ich hab mir im Fall gedacht, scheiße, das könnte für uns schlecht ausgehen. Zum Glück sind wir noch am Leben. So, gehen wir gleich noch eins hoch. Er ist ja auch ganz oben. Oh, guck mal, der putzt. Möchtest du auch zu mir? Sean, schön, dass du unversehrt bist. Ja, natürlich bin ich unversehrt. War schwierig, aber du musst es selbst erleben, wie gefährlich ein abtrünniger Sünd sein kann. Was kümmert dich die Oberfläche?
Ihr seid doch hier unten in eurer eigenen Welt. Weil es an der Oberfläche Kräfte gibt, die uns gefährlich werden könnten. Und nur ein Dummkopf missachtet Gefahren. Wir können diese Gefahr verringern, indem wir die falsche Auffassung korrigieren. Wir wollten der Menschheit schaden. Aber genug davon. Die Aufgabe ist erledigt und du hast den Zünd unversehrt zurückgebracht. Besser hätte ich es mir nicht erhoffen können. Gut gemacht. Während du weg warst, habe ich ein Quartier für dich einrichten lassen. Du findest alles, was du brauchst, sowie reichlich Waffen und Ausrüstung. Schau es dir mal an. Es wird dir bestimmt gefallen. Na, das schauen wir uns wirklich mal an. Wenn es da Waffen gibt, dann bin ich da dabei. Sag bitte, wie schafft es ohne Fallschaden? Danke. Da oben. Warte mal, da waren wir doch gerade, oder? Mann, das hat sich aber gelohnt. Ja, es wirkt. Ist das oben? Ja, ist oben. Erstmal jetzt hier auf die Höhe klarkommen. Aber ja, ist oben. Hier ist Ihr neues Quartier, Sir. Vielen Dank. Entschuldigung. Hier ist Ihr neues Quartier, okay. Sir. Wenn Sie hier fertig sind, Sir, möchte Vater Sie sehen. Danke, okay, da waren wir gerade. Ja, ganz schick. Keine Ahnung, was... Oh, jetzt sind wir zu voll. Sprich mit Vater, die Schlacht von Bunker Hill, was? Ganz kurz mal... das ablegen. Die Schlacht von Bunker Hill. Okay. Okay, jetzt springen wir hier mal nicht runter. Ich hab mir gedacht, das ist eine schlecht... Idee. Es war eine Ehre, an ihrer Seite zu kämpfen. Ja, ich weiß. Ich freue mich doch auch immer, wenn ich nicht alleine kämpfen muss. Aber ob ich jetzt so einen Sünd gebraucht hätte, weiß ich auch nicht. Wie ich gehört habe, war der abtrünnige Sünd in Novatelia eine echte Gefahr. Gut, dass er wieder da ist. Ja, eine wirkliche Gefahr war er nicht, da wir gleich mit dem Code agiert haben, aber... Jetzt im Nachhinein hätte ich gerne mal ein bisschen ausprobiert, was möglich gewesen wäre. Hallo, Sean. Ah, hallo, Vater. Sag mal, was würdest du tun, wenn dich jemand bestohlen hätte? Das ist eine Fangfrage. Was wurde denn gestohlen? Institutseigentum kommt nur selten abhanden. Wenn das geschieht, müssen wir reagieren. Die Gruppe, die sich Railroad nennt, hat mehrere Synths des Instituts an sich gebracht. Synths, die in den letzten Monaten verschwunden waren. Sie wollen diese Synths zweifellos befreien, weil sie sich einbilden, die Synths wären empfindungsfähig gewesen. Du hattest Kontakt mit der Railroad und kennst daher ihre fehlgeleiteten Überzeugungen. Sie meinen es gut, das ist richtig, sie sind verrückt, ja. Sie meinen es gut. Sie tun nur, was sie für richtig halten. Du hast dich um Libertalia gekümmert. Das ist das Ergebnis ihres egoistischen, kurzsichtigen Plans. Normalerweise sind sie nur eine unbedeutende Plage. In letzter Zeit wurden sie aber... mutig. Ich glaube, da sind wir schuld. Leider einen Punkt erreicht, an dem eine Reaktion nötig ist. Wir wissen, wo sich diese Synths zurzeit befinden und müssen sie zurückholen, bevor die Railroad sie verstecken kann. Das klingt viel zu gefährlich. Sollte es nicht sein. Aber es ist wichtig, dass wir bald handeln, bevor die Railroad herausfindet, dass wir sie aufgespürt haben. Die stählerne Bruderschaft soll auch keinen Wind von der Angelegenheit bekommen. Sie würde es nur noch komplizierter machen. Ich würde sagen, also ich würde sie ihm gern ausreden. Ernsthaft, das ist reine Zeitverschwendung. Wie vieles im Institut hat auch dies Auswirkungen, die über das direkte Ziel hinausgehen. Denk daran. Ein Runner wartet in der Nähe vom Bunker Hill auf dich. Du wirst ihn brauchen. Ja, ich habe gerade überlegt, wie wir es machen wollen. Und ich weiß gerade keine wirklich gute Lösung. Wenn wir sagen, wir informieren die Railroad.
Klingt, als wären die Raider in Libertalia ein harter Brocken gewesen. Ja, ja. Dann hintergehen wir das Institut und damit auch unseren Sohn. Ich habe halt keine Ahnung, was das Ziel ist. Die Bruderschaft müssten wir nicht unbedingt informieren. Komm. Also, die Railroad hat uns allein geholfen, hier reinzukommen. Wir müssen denen schon Bescheid geben, finde ich. Zumindest denen. Die Bruderschaft können wir erstmal beiseite lassen. Die hat uns nicht wirklich geholfen. So, gib mal kurz die Karte, die Schlachtenbanker. So. Machen wir mal hier kurz. Noch eine Stunde, dann ist meine Schicht zu Ende. Sind wir mal kurz ehrlich. Ich habe ein echt faszinierendes Gerücht gehört. Was denn? Angeblich hast du das Institut gefunden. Du warst dort und hast es überlebt. Das ist richtig. Nicht wahr? Wo hast du das denn her? Entspricht voll und ganz der Wahrheit. Deacon sagt, dass du dich teleportiert hast. Unvorstellbar. Du bist sicher zu Recht stolz auf das, was deine Minutemen in so kurzer Zeit geschafft haben. Früher oder später werden die Minutemen auf ihre Weise versuchen, mit dem Institut fertig zu werden. Aber ich bezweifle, dass deine Soldaten großen Wert darauf legen, die Synths dort zu befreien. Ich zähle darauf, dass dir die Befreiung der Synths so sehr am Herzen liegt wie uns. Bitte, arbeite stattdessen mit uns zusammen. Das ist mir relativ egal. Meinst du, dass die Minutemen den Synths nicht helfen werden? Die Minutemen spiegeln den Charakter der Bewohner des Commonwealth wider. Und dieser Charakter hat sich immer und immer wieder als von Grund auf schlecht erwiesen. Die Synths sind die Blitzableiter für ihren Hass auf das Institut. Wenn sie ihnen helfen müssten, würden sie meutern. Ich weiß nicht. Nimm dir Zeit. Überleg es dir. Aber vergiss nicht, dass das Schicksal der Synths buchstäblich in deinen Händen liegt. Pam braucht dich in ihrem Raum. Da können wir jetzt mal. Bitte, arbeite mit uns zusammen. Müssen wir uns dafür wirklich was aussuchen? Dann würde ich sagen, bleiben wir bei den Minutemen. Ich bleibe meinen Leuten bei den Minutemen treu. Natürlich bin ich enttäuscht. Aber hoffentlich kommst du noch zu Sinnen. Ja, deswegen warne ich euch ja vor. Oder ich will's, wenn du mich nicht vollquatschen würdest. Arbeite mit uns zusammen, nicht mit den Minutemen. Es geht um das Leben einer Menge Synths. Ich muss das machen, oder was? Weißt du was eigentlich? Ja. Wenn das so ist, arbeite ich mit euch. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr mich... Was ich dir jetzt erzähle, ist eins der bestgehüteten Geheimnisse der Welt. Ja, dann erzähl mal. Es ist an der Zeit, dass du erfährst, wer der Patriot ist. Es gibt einen Mann im Institut. Vielleicht auch eine Frau, das wissen wir nicht genau. Der den Synths zur Flucht verhilft. Dutzende von Synths verdanken ihm sein Leben. Wir wissen aber nicht mal, wie er heißt. Und es gibt keine Möglichkeit, ihn zu kontaktieren. Also haben wir ihm den Codenamen Patriot gegeben. Daher musst du das Institut infiltrieren und Kontakt zum Patrioten aufnehmen. Es wird schwierig werden, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Zum Glück hat Tom eine Möglichkeit gefunden, wie wir es schaffen können. Wir können eine verschlüsselte Nachricht auf einem Institutterminal hinterlegen. Und wenn alles gut läuft, antwortet er. Geh einfach zu Tom. Er erklärt dir alles Weitere. Ich würde dir erstmal gern was erklären. Kann ich mit dir reden? Beschäftigt dich etwas? Das Institut weiß über Bunker Hill Bescheid. Sie planen, die Synths zurückzuholen. Das Timing könnte nicht schlechter sein. Der Alte sitzt auf diesen vier Synths. Es gibt keinen anderen sicheren Ort für sie. Es ist wichtig, die Deckung beizubehalten. Aber das hier, das Opfer ist zu groß. Was meinst du damit? Wie viel Schaden würde entstehen, wenn wir sie angreifen lassen? Uns gehen die Verstecke für unsere Synths aus. Darum setzen wir sozusagen alles auf eine Karte. Was würden wir verlieren? Vier Synths, Stockton, einige unserer besten Agenten und die unvermeidlichen zivilen Opfer. Nein, diesmal nicht. Wir wussten nie, wann und wo das Institut angreift. Aber jetzt haben wir die Chance, den Spieß umzudrehen. Wir warten, bis der Feind in Position ist und schlagen dann zu. Hart. Niemand von ihnen kommt lebend zurück. Nur du. Verstanden? Ist riskant, aber... Wird das Institut nicht misstrauisch, wenn nur ich übrig bleibe? Du bist zäher als irgendjemand sonst bei ihnen. Wenn nur eine Person es überleben kann, dann du. Und es gibt keinen Widerspruch zu deiner Geschichte. Wir dürfen nicht zu früh angreifen. Wir müssen sie in die Todeszone locken.
Dann schnapp die Falle zu. Du wirst wissen, wann. Wahrscheinlich gibt es eine Runner-Eskorte. Die musst du ausschalten. Das sollte nichts Neues für dich sein. Ist trotzdem gefährlich. Ist es das alles wirklich wert? Wir dürfen Stockton und die Synths nicht opfern. Wir sind zu wenige. Und wir können sie nicht verlegen, ohne ihre Deckung in Gefahr zu bringen. Es ist ein Risiko, das wir eingehen müssen. Also tu es. Na gut. Kann ich jetzt wieder dem Minuteman beitreten? gehen wir nach Bunker Hill. Schnell zum Ort reisen. Mal gucken, wer da auf uns wartet. Ich habe auch ganz vergessen, nämlich was Bunker Hill eigentlich war, bis mir jetzt auf der Karte kam. Das war ja die Stadt, wo wir schon mal so einen Synth eskortiert haben. Ich weiß gar nicht, ob das die Hauptquest war oder eine Nebenquest. Aber gut. Bin wirklich unentschlossen, wem ich da helfen soll. Irgendwie versuche ich allen das gerade recht zu machen. Aber ich glaube, das wird nicht auf Dauer gut gehen. So, 37 Meter in die Richtung. Ja, würde ich auch sagen. Da ist er. Hallo. Ich habe auf Sie gewartet. Tut mir leid, dass ich dich aufgehalten habe. Versuchen Sie ab jetzt mitzuhalten. Unsere Ziele sind im Gebäude. 4 Synths unter dem Schutz der Railroad. Die Leute in der Siedlung haben nichts damit zu tun und dürften sich raushalten. Die Situation ist eskaliert. Ein verdeckter Einsatz scheint unmöglich. Wir gehen rein, sichern die Synths und ich begebe mich per Transmission mit Ihnen zum Institut. Verstanden? Missionsparameter haben... Was? Ich wollte... X4! Unterstützungstransmission an. Wir müssen die Mission fortführen. Wir müssen... Kriege ich bitte jetzt noch Granaten? Ja, dann go. So sieht... Also... Hallo? Muss ich vor, oder... Wen soll ich denn angreifen? Kann ich auch niemanden angreifen? Was sagt meine Mission? Markierung erstmal entfernen. Nee, das nicht. Findet ihr entflohen Synths? Ich sag mal so, ich begebe mich mal kurz nach innen. Da brauche ich den Schlüssel. Gut, dann gibt es doch sicher noch eine andere Möglichkeit. Ich find's gut. Wir werden hier rausgehalten. Wir haben hier genau gar nichts damit zu tun eigentlich. Servus. Was machst du hier? Kommt hier. Die Bruderschaft kommt noch. Jetzt wird's aber echt lustig. So, hallo. Können wir mal kurz bitte rein? Warte, ist das jetzt die Bruderschaft? Nein. Ja, tatsächlich. Und nein, sag nicht, ich habe mich jetzt hier festgepackt. Hallo, Hilfe? Nein, nein. Hä? Ich bin hier. Ach Gott, ey, das ist doch scheiße, Game. Ob das Ding jetzt wirklich sich... Ich habe mich dort festgepackt. Man glaubt es nicht. Aber das lasse ich drin, weil... das solltet ihr auch sehen, dass... das Game nicht wirklich bugfrei ist. Ist nämlich hart lächerlich. So, die Bruderschaft lassen wir wieder raus. Machen dasselbe nochmal. Vielleicht kriegen wir jetzt zumindest ein paar Granaten. Das wäre ganz schön. Aber ich habe irgendwie die Befürchtung, dass wir keine bekommen. Weil wir machen ja das gleiche nochmal. Diesmal überspringe ich aber den Dialog mit dem. Wobei der war nicht groß, aber ja. Und wir gehen andersrum. Jetzt wissen wir ja zumindest, dass es da nichts gibt für uns. Duft mir ja schmerzvoll oder schmerzhaft erfahren. Guck mal, so. Ja, Cotswold. Da hat sich jemand Mühe gegeben. So, hallo. Ich habe auf Sie gewartet. Ja, tut mir leid. Tut mir leid, dass ich dich aufgehalten habe. Versuchen Sie... Unsere Ziele sind...
Die Situation ist, wir gehen ja rein. Ich brauche Granaten. Ich brauche noch ein paar von deinen Granaten. Gib schon her. Sehr gut. Ein Mann namens Stockton gewährt unseren Zielen Unterschlupf. Es gibt beschränkte Verstärkung. Einsatz nur, wenn unbedingt nötig. Das Institut würde Unschuldige gefährden, um uns zurückzuholen. Wir schießen. Fordere Unterstützungstransmission an. Okay, das, was machen wir denn jetzt? Wofür ist denn die andere Karte da? Kann ich nochmal kurz starten? So, okay. Wir müssen da rein. Wie kommen wir hier rein? Kommen wir über die Autos? Bitte sag nicht, ich habe mich hier schon wieder fest. Das Spiel? Okay. Wir sind irgendwie besser, wenn wir da langlaufen. So. Easy. So macht man das. Werkzeugkeller. Da gehen wir mal rein. Gut, dass wir wissen, dass die da dran sind, weil sonst hätten wir ein Problem. Aber ich denke mal, dass das jetzt eine komische Sache wird. Je nachdem, wir müssen uns wahrscheinlich gleich entscheiden, wie wir es machen wollen. Oh. Lecker hier unten. Wer ist was? Cool, ich muss gar nichts machen. Was, wer bist du denn? Ich bin nur ein Krieger. Und du bist Stockton, oder was? Hier sind einige Legendäre dabei. Cool. Hi, erstmal. Geht mich nichts an. Komm. Warum greifen die mich an? Was soll denn das? Was war das? Was? Greifen die mich immer noch an? Jungs, geht's euch gut? Ach, guck mal, Runner. Das war eine schlechte Idee. Guck mal kurz, wo ist denn die Granate hin? Ich habe keine Ahnung. Was sollen wir machen? Gehen wir mal kurz hier hoch. Kriege ich jetzt mal bitte... Ich kann die halt nicht zerstören. Ich glaube, das ist auch ein Bug. Hier sind ja mehr Bugs als alles andere. Die können mir schaden, aber ich ihnen nicht. Perfekt an der Stelle. Bin ich mal wieder spitzenmäßig. Dann geht's halt einfach durch. Hallo. Geh mal hier lang. Hey, Leute, ich... Ich bin noch nicht euer Feind. Aber anscheinend schon für die Geschütze. Oh, hier sind wir. Ich habe nach dir gesucht. Ich habe Geld. Es gehört dir, wenn du mich gehen lässt. Wie war das mit dem Geld? Ja, Geld. Hier, 60 Kronkorken. Das ist alles, was ich habe. Abgemacht? Nein. Hast du noch mehr dabei? Was? Nein! Ich hab doch gesagt, das ist alles! F633, zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Autorisierungscode Delta 62 Arcus. Woher wissen wir die Codes eigentlich? Ja, ich würde sagen, den Hammer. Na schön, Zünd. Bitte! Warum willst du nicht zurückgehen? Ich weiß nicht. Ich wollte mein eigenes Leben. Ich würde erstmal gerne mit einem an. Hey. Bei meiner Befragung einfach weg zu. Hey. Jungs. Gut, dann. Na schön, Zünd. Bitte.
Z322, zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Autorisierungscode Gamma 49 Typhoon. Wir nehmen die natürlich alle brav mit. So, jetzt bleib du mal stehen. Hallo? Keine plötzlichen Bewegungen. Bitte, nein. Was ist so schlimm am Institut? Ich konnte es einfach nicht mehr aushalten. Y915, zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Autorisierungscode Beta 77 Tempest. Konnte es nicht mehr aushalten, ist auch ein ganz komisches Argument. Kann jeder sagen. Du da, Synth. Komm, bitte, tu es nicht. Was denn? Warum hast du solche Angst? Ich will nicht zurück. Bitte, lass mich nicht zurückgehen. Warum hast du denn Angst? Ich muss mich ja irgendwie mit der Railroad gutstellen. Ganz ruhig. Du kannst gehen. Wirklich? Ich kann nicht zulassen, dass sie die Synths befreien. Sie werden vernichtet und ihre Taten werden gemeldet. Was? Was? Jungs? Ich hab bis auf einen habe ich alles jetzt gegeben. Jo, entspann dich. Ich bin tot. Ich bin nicht tot. So geht das. Danke, dass du uns verschont hast. Ich habe nur dich verschont. Der Rest ist abgeschalten. Oh. Mann, ich wollte einen die Möglichkeit. Ah. Ah, die Entscheidung immer. So, was tun wir weg? Haben wir irgendwie eine Waffe gerade aufgenommen? Die Combat Rifle kann mal kurz weg. So, jetzt passt es genau. Dann gehen wir mal ganz kurz davor. Gehen wir nach da oben. Sanctuary. Weißt du, kannst in diesem Ort nicht schnell reisen. Ja, wahrscheinlich. Und langsam, glaube ich, wirklich dürften die mal so ein Status-Update bei den Synths durchlaufen lassen. Kann ja nicht sein, dass ich hier alle vernichten kann. So. Aber gut, dann haben wir denen halt geholfen. Ich muss mir nur eine kreative Ausrede einfallen lassen. Warum wir denn verkackt haben. Was würdet ihr denn jetzt sagen? Würdet ihr sagen, da waren so viele? Das ist wahrscheinlich die plausibelste Erklärung. Weil anscheinend können die ja nicht die komplette Railroad abhören oder so. Weil sonst wüssten die ja mehr. Gut, der wusste, unser Vater, unser Sohn wusste ja, dass wir mit denen zu tun haben. Jetzt ist die Frage, woher er das weiß. Entweder vielleicht über den Runner-Chip, das könnte ich mir vorstellen, oder er weiß ganz genau, wo die sind. Nee, das macht keinen Sinn, dann hätte der sicher einen Angriff geplant. Aber ich denke, der ist jetzt nicht besonders erfreut darüber, dass wir uns mit denen eingelassen haben. Ich wäre es zumindest nicht. Also, wobei, gut, er ist unser Sohn. Und wir haben ihn ja davon abgeraten. Das kann man auch uns zumindest zugute halten. Aber ich weiß nicht, wie er jetzt reagieren wird. Generell, wir laden jetzt erstmal die Sachen ab, weil es stört mich sowas von, dass wir immer so voll sind. Das ist echt, also ich überlege nochmal, ob ich nicht diesen Gewichtsmod nochmal um eins nach oben stufe, weil... Ja, ihr seht ja, wir sind öfters mal überladen und das stört natürlich. Aber ich wüsste auch keine andere Möglichkeit. Natürlich, es gibt noch die, man könnte noch diesen Skill da leveln, der dafür verantwortlich ist. Aber was geht denn da ab? Aber ja, gut, wir gehen erstmal nach Sanctuary wieder zurück. Oh, 12 Bewohner sind wir da mittlerweile. Das habe ich auch noch gar nicht gewusst. Jetzt weiß ich's. Gut zu wissen. Mal gucken, was wir... ich denke, da müssen wir wieder Sachen nachbauen, oder? Das mache ich dann mal offline. Muss nicht in der Folge sein. Generell die Waffen. Wir haben ja jetzt im letzten Part diese gute Schrotflinte gefunden. Vielleicht können wir die irgendwie noch einsetzen. Müssen wir mal
Schauen aber erstmal, legen wir ganz viel ab. Sowas wie zwei Fatmans. Warum haben wir die dabei? Ich wollte sie nur nicht wegwerfen, weil die möglicherweise noch gut Geld einbringen können. Aber bis jetzt habe ich noch nichts verkauft irgendwie an irgendeinen Händler, oder? Haben wir schon mal was verkauft? Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich nicht. Und die Ladebildschirme wurden nicht kürzer. Aber es liegt wirklich, also auslastungsmäßig, schläft mein ganzes System. Na gut. Dann ganz schnell die Sachen mal wegbringen. Oh, hier irgendeiner mir noch was klaut. Kryomine weg, das weg. Das haben wir ausgerüstet, gell? Ja. Der eine Escherer kann weg, das Ding kann weg. Ich glaube, das nehmen wir mit. Rechtmäßig. Ja komm, die haben wir jetzt schon ewig nicht mehr benutzt. Das kann weg. Das behalten wir. Das kann weg. Welche ist denn meine, die ich... Nee, das nicht. Das Scharfschützengewehr haben wir nicht ausgerüstet. Das Ding kann auch mal weg. Das war meine Schrotflinte. Das Ding kann auch mal weg. Genauso wie das. Das Assault Rifle. Keine Ahnung. Von der Munition haben wir ein bisschen was, aber... Schaden ist ja so, naja. Dann geben wir die Kleidung noch ab, die wir jetzt hier haben. Diese Uniform, den Hut, das Ding. Ja gut, das wäre besser gewesen. Gut, aber wir brauchen sowas gar nicht. Jetzt haben wir, wie viel haben wir? 210, jetzt laden wir noch den ganzen Schrott ab. Und dann sollten wir doch, danke Kotzwurf, dass du mir im Weg stehst. Und dann sollten wir... Ein ganz ansehnliches, naja, 266. Gut, ist besser als nichts. Dann im nächsten Part werden wir mit Vater sprechen. Bis dahin. Was, Piper ist hier? Wo bist du? Okay, muss ich mir mal merken, wenn wir mit dieser Buchstory da kommen wollen. Vielleicht funktioniert es ja jetzt. Im nächsten Part reden wir aber erstmal mit Vater. Bis dahin. Überlege ich mir eine kreative Ausrede. Und dann sieht man sich im nächsten Part wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Macht's gut. Ciao. I'm flying high, but I got a feeling I'm falling. Falling for nobody else but you. You caught my eye, and I've got a feeling I'm falling. Show me the ring and I'll jump right through.